Willkommen zurück zu Gothic. In der alten Mine, wie versprochen, und weil mir genau 60 Lebenspunkte gefehlt haben, habe ich gerade nochmal 6 Waldbeeren nachgeschoben. So. Wir sehen uns. Ich habe vor ein paar Folgen mal gesagt, ich hätte was gefunden. Das war da, hinter diesem Felsen. Die paar Sachen, die ich da gefunden habe, offscreen. Ansonsten... Bei dir kann ich... Ich habe... Was war das? Bei ich. Nee, genau. Ich habe die Händler schon alle ausgenommen. Ich hoffe ja immer, dass die dann durch das neue Kapitel irgendwie noch ein bisschen mehr Zeug haben. Aber das ist wohl nicht von Erfolg. Wie auch immer. Keine sehr erfolgsträchtige Strategie, sagen wir es mal so. So, ich suche einen bestimmten Baal, nämlich den Baal Navin? Namib? Irgend sowas. Baal Navin, was glaube ich. Mit V. Den suche ich da angeblich. Oder der kann mir angeblich irgendwie Tipps geben oder so. Ja, wegen den Minecrawlern, genau. Wo das Sekret wohl eventuell sein könnte. Ist hier ein Templar? Nee, ne? Nee, da ist nix. Ne. Dann ist das wohl... Wahrscheinlich ist es entweder ganz unten oder in einem anderen Nebengang. Wo soll ich denn eigentlich suchen? Gut, super. Irgendwo in der Mine soll es irgendwo eine Quelle für irgendein besseres Sekret als die Minecrawler-Zangen geben. Na dann. Eine wunderbar spezifische, klar definierte Aufgabe. Ich liebe sowas einfach. Hast du irgendwas zu sagen eigentlich? Hast du irgendwie was gemerkt vielleicht? Naja, lieber nicht. Nicht herausfordern. Lieber nicht herausfordern, dass sie böse werden. Die NPCs. Ich bin zwar jetzt stark genug, um einen Lurker zu besiegen, aber das heißt nicht, dass ich stark genug bin, um einen Gardisten zu besiegen. Ja, ich meine, die Gardisten sind ja das Äquivalent von den Söldnern. Und das, was ich hier quasi bin im alten Lager, wäre das ein Schatten. Die stehen ja unter den Gardisten. Weiß ihr denn vielleicht irgendwas über die Minecraft? Ja, ich lasse ihn erstmal trinken. Bei dir? 50 Pfeile. Warum nicht? Warum nicht? Damit kann ich immerhin Gardeschwert. Stahlzunge. Aha. Die habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Die Stahlzunge war doch das von Lefty, oder? 2912. 29. Warum ist die so viel weniger wert als die Axt? Weil sie macht genauso viel Schaden und braucht sogar weniger Stärke. Ich nehme die Stahlzunge. Ist mir egal. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Wusste ich's doch. Hier gibt's wahrscheinlich Dutzende von Nestern. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich habe noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Woher? Ein Zahnrad? Wo soll ich das herkriegen? Keine Ahnung. Ich bin so ratlos wie du. Aber es gibt in einem Nebenschacht noch einen alten, kaputten Stampfer. Vielleicht hast du ja dort Glück. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Nebenschacht, ja. Ne? Minecrawler und so. Mhm. Das heißt, ich muss jetzt zum einen Minecrawler-Nest, um ein Zahnrad zu holen, mit dem ich dann von dir zum anderen Minecrawler-Nest oder so gebracht werde. Gornabart, der war's nicht, ne? Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest...
Nee, das kennen wir schon. Möge der Schläfer dich... Nein, möge meine Waffe mich schützen und hoffentlich die Templer. Blödsinn, Schläfer. Ich bin mal so mutig und lauf da einfach rein. Gerade ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Wahrscheinlich schon. Hempels, yeah! Komm, es geht hier nicht darum, Sachen zu sammeln. Ich sollte mich zusammenreißen. Es geht hier um Minecrawler. Ich nehme mal eine Fackel. Die braucht überhaupt keinen Mana. Da ist doch schon einer. Komm her. Gucci, Gucci. Ah, zielen. Okay. Das war jetzt gar nicht mal ein Ring. Gar nicht mal so schwer. Aber es war halt auch nur einer, ne? Muss man realistischerweise dazu sagen. Warum lag da gerade ein Ring? Und, oder genauer gesagt, was für ein Ring? Schutz vor Feuer 3. Ja, ich meine, da ich keinen anderen habe, der mich vor Waffen schützen würde, warum nicht? Vielleicht kriege ich ja doch mal irgendwann Kontakt mit Feuer. Wow, ich glaube, da sollte ich nicht runter. Aber ein Zahnrad gibt es hier halt leider auch nicht. Was? Wo? Warum? Wer? Immer wieder lass uns lieber über was anderes reden. Ein Minecrawler, wo kommt der denn her? Ich höre nicht mehr auf das Gefühl. Naja, die Zange nehme ich mir auf jeden Fall mal. Habe ich den vielleicht hergelockt? Lass uns lieber über was anderes reden. Oben ist nichts. Habe ich den da hergelockt? Aber nee, das hätte ich doch irgendwie mitkriegen müssen, wenn da ein Crawler an mir vorbeiläuft. Ich würde eher mal... Es kann natürlich sein, dass er hier hinten irgendwie rauskam, ne? Und dann an mir vorbeigelaufen ist. Da oben ist auch eine Plattform. Wo ist die denn? Achso, ne, das ist auch nur abgestützt. Okay. Okay, hier ist auch nichts mehr. Ich frage mich, ob ich da irgendwie hochkommen kann. Aber wahrscheinlich nicht. Na gut, dann ist das wohl nicht der Nebengang, den aber Ian gerade meinte. Aber hier unten gibt es ja noch einen Zwischengang, in den ich schon mal fast reingelaufen wäre. Genau. Der da. Weißt du was über die Crawler? Die ganze Brut sollte man ausrotten. Schon dabei. Schon auf dem Weg. Jetzt muss ich bloß vorsichtig sein, dass ich da nicht runterfalle. Ja, das sieht nach einem Stampfer aus und außerdem nach Minecrawlern. Immerhin, das Speichern geht hier drinnen erfreulich schnell. Du kannst den Leiter nicht benutzen. Das Speichern geht hier drinnen erfreulich schnell. Sag mal! Oder geht es nicht mit Fackel? Doch, das geht auch mit Fackel. Das Speichern geht hier drinnen erfreulich schnell, jetzt zum dritten Mal. Weil die Mine ein relativ kleines Level ist, verglichen mit der Außenwelt. Finde ich gut. Es wundert mich eh ein bisschen, wie langsam das Spiel lädt und speichert. Weil, naja, also meine Festplatte ist deutlich schneller als alles, was es damals gab. Es kann natürlich sein, dass wie bei den Frames pro Sekunde hier Gothic ein eingebautes Limit hat, dass Speichern immer genauso lange dauern muss oder laden. Oder es hat damals einfach noch so viel länger gebraucht zum Speichern und Laden. Das kann natürlich auch sein. Komme ich da rüber? Ja. Aber was habe ich davon? Ein Trank und eine Spitzhacke und Erz.
Da drüben komme ich her. Aber ich kann hier noch weiter hoch. Ich weiß, ich muss eigentlich da runter, aber ich traue mich gerade nicht mit dem Crawler. Ich sollte mich vorher eh heilen. Boah, muss ich da jetzt überspringen oder was? Was zum Henker ist das denn hier? Ich speichere mal. Sprungrätsel oder was? Hüp. Ah, verdammt. Muss ich vielleicht von weiter oben abspringen? Nein! So knapp. So knapp. Ja! Einen letzten Versuch gönne ich mir noch. Ja! Geht doch! Sehr schön. Speichern. Okay, und was habe ich jetzt davon? Kann ich jetzt vielleicht hier tatsächlich Erz abbauen oder was? Nicht, dass ich das tun wollte, weil das wahrscheinlich viel zu lange dauert, aber... Sag mal. Ach so. Ach, man muss die Spitzhacke direkt mit dem Ding benutzen, oder wie? Oder was? Hä? Okay. Ich probiere das jetzt einfach mal eine halbe Minute lang und guck, was passiert. So, das reicht. Hab ich jetzt irgendwie Erz gekriegt oder so? Nö, ne? Hat sich ja voll nicht gelohnt. Warum genau bin ich hier rüber gesprungen? Ach ja, weil ich mir erhofft hatte, was Tolles zu finden. Nun gut. Es bleibt beim Alten. Ich muss da runter und das Zahnrad holen. Ich könnte natürlich auch versuchen, auf eigene Faust das Crawler-Nest zu finden und auszurotten. Aber ich fürchte, das wird eher ein bisschen unerfolgreich sein, sage ich mal. So 30 Lebenspunkte, die hätte ich gerne noch vorher. Wie kriege ich 30 Lebenspunkte sinnvoll? Dreimal Reis. Da ist, glaube ich, gerade wieder ein Crawler gestorben, da oben. Rechts. Oh, jetzt benutzt doch mal die Leiter. Und vor allem deinen Kopf. Junge! Vor allem den Kopf. Vor allem den. Und wehe, du fragst jetzt, wie du mit dem Kopf eine Leiter runterklettern sollst. Ah, ich bin da schon unten. Uah, verdammt! Okay, Flucht nach vorne. Uiuiui. Bin ich sie los? Ich glaube, ich bin sie los. Gut, dann brauche ich jetzt 120 Lebenspunkte. Ich bin mal schnell und trinke so einen Trank, der mir 100 gibt. Und 10 war ja der Reis, genau. Also noch zweimal Reis hinterher. So. Waffe ziehen. Das war oben und hier speichere ich dann mal auf die 3. Jetzt schleiche ich mich mal langsam an den Minecrawler, in der Hoffnung, dass ich einen Einzelnen hier rauslocken kann. Genau. Aber wenn ich es mir recht überlege, mache ich das dann nächste Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.